Naja, okay. Ich habe nie gedacht über 200 Leute. Ich habe gemerkt, dass unsere Spieler hat schon ein bisschen Nervosität bekommen, weil General Krokodil in den letzten Jahren, glaube ich, 200 Schnitt gehabt beim Spiel gehabt. Ja. Und das habe ich gemerkt beim Training, bei Übungen, die Pässe kamen nicht genau und ein bisschen Rennerei war zu viel und zu groß. Ja. Das war für mich okay. War auch natürlich sehr, sehr, sag mal so, erfreulich, dass so viele Leute wirklich haben Interesse an uns bei Krokodil, das war super. Wie gut ist die Mannschaft, kann man das schon sagen? Wir haben nur ersten Eis gehabt zusammen, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß, dass wir haben sehr viel Luft nach oben, wir müssen nur arbeiten, wir müssen nur trainieren. Ja, nach ersten Training ist ersten Training. Manche haben nur jetzt genau seine Ausrüstung bekommen, manche neue Schlittschuhe und so weiter einlaufen müssen. Deswegen jetzt irgendjemand beurteilen, dass er ist stocktechnisch, läuferisch oder sonst was, das mache ich auf keinen Fall. Ja, bestimmt, wir haben sehr gute Stimmung in der Mannschaft. Wir sind untereinander sehr gut gekommen, ja, und das finde ich, das ist das Beste. Wie wird die Vorbereitung ablaufen? Wie oft werdet ihr trainieren? Wir trainieren jetzt täglich praktisch. Wir haben bis zum ersten Spieltag, glaube ich, zwei oder drei Tage nur frei. Jeden Tag, wir haben Training und auch Theorie machen wir, damit wir unsere Systeme erkennen, Strategie, Taktik und so weiter. Das werden wir sehr, sehr viel machen. Mir ist aufgefallen, Sie sprechen Deutsch auf dem Eis. Das kenne ich aus der DL, wird meistens Englisch gesprochen. Wie geht das mit den Kanadiern? Gibt es da jemanden, der übersetzt? Ja, okay. Erstmal, wir sind in Deutschland, ja, und meistens Spieler, wir haben deutsche Spieler. Ja, wir haben zwei kanadische Spieler und da denke ich mal, wir sind gut miteinander und wir haben alle Jungs sprechen schon Englisch, ja, und die können da helfen. Wenn ich rede zweisprachig jetzt, dann verlieren wir ganz einfach Zeit, ja, und das für mich ist selbstverständlich, dass wir sprechen Deutsch. In der quasi alten Heimat Mannschaftstraining zu absolvieren. Fühlt es sich irgendwie komisch an? Ja, nicht ganz normal, wenn man ehrlich ist. Also ist schon irgendwie ein scheiß Gefühl, aber gut. Müssen wir jetzt durch und geht nur bis Donnerstag. Ist aber auch wie ein Neustart, ne? Mit einem neuen Trikot hier dann aufzulaufen. Ja, auch... ja natürlich, ja. Das ist ein Neustart. Ich glaube für alle. Neue Mannschaft. Gut, noch alte Halle, aber. Nein, wir haben uns alle riesig drauf gefreut und endlich, dass es wieder losgeht. Heute zwei Einheiten gehabt, morgen geht es gleich weiter und nee, ich glaube, es sind alle heiß, dass die Saison losgeht. Die Fans auch, 200 Leute beim Trainingsauftrag eines Drittligisten. Was sagst du dazu? Ja, überragend, oder? Also, ist schon geil, wie die Fans wieder da sind. Viele alte, ein paar neue, ist immer wieder schön und auch so ein Trainingsauftrag, dass da so viele Leute kommen. Da sieht man halt eben auch, was in Hamburg möglich ist und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, Trainingslager hat jetzt begonnen und dann fangen die ersten Spiele an und dann tun wir uns peu à peu weiter nach vorne arbeiten. Wie war der Tag so? Kannst du uns das mal sagen? Ihr habt euch heute Morgen ja schon getroffen. Ja, halb sechs, ne, halb sieben ging der Wecker. Ist ja nichts Neues bei mir, also von daher war alles entspannt. Käffchen hergefahren, ausgepackt, ganz normal darauf vorbereitet, ein paar neue Sachen hergerichtet. Und dann waren wir im Halben noch auf dem Eis. Wie lange habt ihr heute Morgen gemacht? Auch eineinhalb. Dann Frühstück? Dann gab es was zum Essen, ein bisschen relaxen, ein bisschen ratschen, ein bisschen lachen, blödeln, Sonne genießen und dann ging es wieder aufs Eis. Drei Stunden auf dem Eis, morgen Muskelkater oder? Wahrscheinlich ja, aber ich hoffe nicht. Aber auch das gehört dazu, das Trainingslager. Von daher gibt es mit Sicherheit ein paar Stellen, die weh zu werden. Und neue Schlittschuhe oder sind das noch die alten? Das sind noch die alten. Dann hast du keine Blasen. Täusch dich mal nicht. Gut? Ja, danke.